Und ich danke allen von ganzem Herzen, die auf allen Ebenen in Kirche und Diakonie Menschen in diesen schweren Zeiten einfach beistehen. Neben den Mitarbeitenden in der Diakonie nenne ich hier auch einmal ausdrücklich alle, die als LehrerInnen in den Schulen tätig sind, ob für uns als Kirche oder den Staat. Sie haben gerade jetzt Ungeheures zu leisten, um den Schulbetrieb unter diesen so erschwerten Bedingungen so gut wie möglich zu gestalten. Also auch Ihnen von Herzen Dank. Lasst uns unsere Augen, Ohren und Herzen immer wieder für all das Kraftvolle öffnen, was Menschen in diesen Zeiten tun. Lasst sie uns immer wieder neu öffnen für Jesus Christus als den Herrn unserer Kirche, aus dem diese Kraft und Liebe zuallererst kommt.